Willkommen zur nächsten Ausgabe des Fever Talks, dem offiziellen Wrestling-Podcast von WrestlingFever.de. Heute habe ich mir italienische Verstärkung geholt. Der Ringsprecher Salva ist mein Gast. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Hallo Markus, ich grüße dich. Wir haben gesagt, du, pass auf, das mit den Shots hat so gut hingehauen und wir verstehen uns privat so gut, wir machen Fever Talk. Auf jeden. Und nachdem wir ausreichend gespeist haben und uns jetzt im Vorfeld auch Mut angetrunken haben, um die Speisen besser zu verdauen, haben wir gesagt, jetzt könnten wir eigentlich endlich loslegen. Auf jeden Fall. Wie hat das alles angefangen bei dir? Also wir wissen, du bist heutzutage Ringsprecher und teilweise auch Manager, der nicht so ganz beliebt ist, wenn ich den Bildern trauen darf, die ich gesehen habe. Aber lass uns erstmal anfangen damit, wie fing das für dich an? Wann hast du Wrestling für dich entdeckt? Ab wann hat Wrestling für dich eine Rolle gespielt im Leben? Ja, man fing das Ganze an. Das Ganze fing an in den 80ern. In den 80ern mit RTL Plus damals. Und dann RTL 2. Ja, und da bin ich kleben geblieben damals schon. Und mein damaliger Lieblingswrestler war schon damals Bruno Sammartino. Natürlich ja. Italiener, ja? Natürlich, was sonst? In den 80ern, wie alt bist denn du schon? 20 mit 24-jähriger Erfahrung. Schon krass, ne? Wenn du so zurückdenkst. Bei mir waren es auch so. Aber ich kann mich so an Mitte der 90er erinnern, das bewusst angeschaut zu haben. Ja. Aber ich glaube, es hat auch schon viel früher angefangen. Also Hogan noch aktiv, damals Warrior noch aktiv. Hast du das alles hier in Deutschland erlebt oder in Italien? In Deutschland. Ich bin ja in Deutschland geboren, ich bin ja in Deutschland aufgewachsen und daher habe ich das hier in Deutschland verfolgt. Und es gab ja in Italien dieses Novum, was es im europäischen TV nicht gab. Da lief sogar WWE immer meistens, ja, schön zur Essenszeit, ne? 13, 14, 15 Top. Uhr ja. Damals gab es, oder gibt es, in Italien gibt es dieses Jugendschutzgesetz wie in Deutschland, dieses Verschärfte, nicht. Und daher konnte man, die haben das als Familienunterhaltung damals ja angesehen oder sehen es immer noch an und deswegen wurde das auch um so eine Uhrzeit immer gesendet. Ich weiß, dass in Italien, also ich habe jahrelang in Italien Urlaub gemacht in meiner Jugend, also jährlich und da war das Wrestling ganz groß. Also auch wie es bei uns nicht im TV war, war das richtig, richtig groß in Italien. Ja. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie es aktuell ist, aber ich glaube, WWE ist international sehr, sehr gut vertreten und aufgestellt, was auch TV-Spots betrifft. Ja, ja. Aber Italien war, glaube ich, schon immer ein großer und wichtiger Markt. Das ist richtig. WWE-Shows werden, soweit ich weiß, auf D-Max in Italien übertragen. Also hier in Deutschland ist es die AEW, die auf D-Max läuft. Und in Italien ist es WWE. Mhm. Und ich glaube auch auf Pay-TV. Da läuft Raw, SmackDown, NXT, glaube ich, live. Und zeitversetzt dann, glaube ich, mit einer wöchigen Verspätung auf D-Max. Das ist eigentlich annehmbar, wenn du überlegst. Eigentlich in Ordnung. Oh, ja. Damals waren es wie 8 Wochen. Echt? War es so schlimm? Boah, ich erinnere mich noch damals, glaube ich. War das nicht mal so 6 Wochen? Ich kann es nicht beschwören. Ich meine, dass wir in Deutschland 2 Wochen hinterherhingen, aber das könnte ich ja in Erfahrung bringen. Aber ich erinnere mich noch damals, ich erinnere mich irgendwie an einen WWE-Artikel in der WWE Deutschland-Heft, wo es damals einen Artikel gab, wo Carsten Schäfer sich von Günther Zapf verabschiedet hat und gesagt hat, wir sehen uns in 4 oder 6 Wochen wieder. Okay. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat das diese Main-Event, diese PLEs betroffen, diese Events. Das weiß ich nicht, da müsste man Carsten mal fragen. Weil da lagen wir wirklich eine Zeit zurück immer, ja. Das war immer ein Highlight, wenn dann irgendwann nachts WrestleMania wiederholt wurde oder ausgestrahlt wurde im Free-TV. DSF, glaube ich, war das damals. Nee, das live, WrestleMania 8 wurde da damals auf RTL, nee, auf Tele5 übertragen. Marcel Obua hieß er damals, glaube ich, noch, ne, der auch durch das Programm geführt hat. Ach, da gab es einige. Boah, und dann hat er durchgegeben an Carsten Schäfer und Uli Fessler. Ja. Boah, das ist so mal Ewigkeiten her. Die Leute, die jetzt zuhören, die wissen noch nicht mal mehr, wer Uli ist. Nein, das ist eine Dame, gute Zuhörer und kein Herr. Ja, das waren noch Zeiten. Tolle Kommentatorin, hat auch für Hubert und Staller geschrieben. Also auch eine gute Autorin, sehr viel fürs Fernsehen gemacht. Ja, ich glaube, das war die erste weibliche Kommentatorin im Wrestling. Ja. Zumindest im deutschsprachigen Bereich, Uli. Grüße gehen raus, Uli, in die USA.
Also, dann hast du sie in den 80ern gesehen und dann hast du, was hat dir so gefallen? Diese Show, dieses Drumrum, diese muskelbepackten Männer, die ja damals noch larger than life waren. Nicht so wie heute. Also, damals waren ja alle wirklich groß, Entschuldigung, fett und breit und trainiert. Das war so Mir der meiste Standard. hat die Action gefallen. Mir hat das einfach gefallen, wie sie sich aufs, Entschuldigung, damals Ja. dachte ich wirklich, das wäre echt, wie sie sich richtig aufs Maul hauen. Ja. Ja, und das Entertainment, gut, das Entertainment war ja damals nicht so wie jetzt, aber sie haben mich unterhalten und da bin ich kleben geblieben. Auch mehr so für die Guten gewesen? Oder eher so für die Bösen oder mal so Für die zwischendurch? Guten, für die Ja. Guten, natürlich für die Faces, natürlich. Ja. Das war bei mir mit Brad damals und Owen ganz schlimm. Ja. Okay. Das war 94, 95, ich weiß es nicht mehr. Aber dieser böse Owen, den eigenen Bruder zu attackieren, das war aber eigentlich die schönste Zeit gewesen, wenn man noch nicht so wirklich in der Materie drin war. Ja. Und heute ist ja alles so, Kayfabe gibt es ja nicht mehr wirklich, dank Social Media natürlich auch, dank dem Internet. Dass wenn man noch ein bisschen schützen würde und könnte, Oh dann wäre ja. das einiges interessanter und dann auch nicht immer so vorhersehbar. Das ist richtig. Ja. Also die beste Ära war immer noch die Attitude Ära. Also kurz bevor die Attitude Ära gestartet ist, damals mit den WXW Wars, WCW Wars, Entschuldigung, Ja. das war schon die geilste Zeit überhaupt. Wenn man einfach Das. auch nicht weiß, was passiert, wer kommt oder wer geht, wie geht's weiter. Aber machen wir uns nichts vor. Damals war das mit der TV-Landschaft doch tausendmal besser. Damals lief, glaube ich, WWE donnerstags und mittwochs und donnerstags irgendwie auf TM3. Und dann hast du Freitag, Samstag hattest du WCW auf DSF oder Sport 1 gehabt. Das war doch damals doch geil. Dann hattest du 4 Tage am Stück Wrestling. Ich hatte DF1, wenn ihr das noch was sagt. Und natürlich sag mir DF1 Action, klar. Ja, also DF1 Premiere, ich habe jeden Tag Wrestling gehabt. DSF Action hieß das damals, ne? Echt? Ich weiß es nicht mehr genau. Ja? Ich auf jeden DSF Fall. Action war der Kanal mit mexikanischem Wrestling, Ja. mit AAA. Smoky Mountain Wrestling Ja. und ach, ECW, alles drum und dran. Ja, ja, WCW, ja, alles. ja, ja. Ja, das waren noch Zeiten. Lenz Retzer, Oliver Kopp, alle waren Oh Sender. ja, Mike Ritter und Ja. wie sie alle heißen, ja. Nick Held. Ja, Nick Held, richtig. Ja, das waren wirklich schöne Zeiten. Generell, wenn wir es überlegen, so WWE gegen WCW damals, so Mitte, Ende der 90er, auch wenn WCW natürlich immer ein bisschen gewackelt hat, mit Ja. Ausnahme von den 83 Wochen, wo sie dann mal quotentechnisch in Führung lagen, hat sich am Ende der Marktführer dennoch wieder durchgesetzt. Okay, Ja. also, dann Wrestling für dich entdeckt, die Action hat dir gefallen, war es natürlich auch immer für die Faces. Und irgendwann ist wahrscheinlich die Überlegung gekommen, Mensch, ich könnte auch irgendwas in die Richtung machen. Das kam erst, boah, wann kam das? 2015 kam das erst. Also ich habe natürlich dann das Euro-Wrestling für mich entdeckt, damals German Stampede Wrestling. Schöne Grüße an Ingo Vollenberg. Ja. Und damals war es meine erste Show, hatte mich der Ben, Cy-Ben, Moonsault, Ja. auch alles schöne Grüße an Ben, oben nach Springe. Und der hatte mich damals überredet zu sagen, und gesagt, hey, komm doch mal in Sauerland, da veranstaltet die GSW. Damals war es für mich unbekannt, keine Ahnung. Ja, und dann bin ich echt damals nach Lennestadt, Altenhundem bin ich damals gefahren, habe mir die Veranstaltung angeguckt und musste sagen, ja, gefiel mir. Und dann bin ich dem Euro Wrestling ein bisschen treu geblieben und bin hin und wieder mal zu den Shows gefahren von der GSW. Ja, International Impact mitgenommen, immer. Und ja, so bin ich dann treu geblieben. Dann war ich auch mal auf einer WXW-Show mal gewesen. Und dann hatte ich das eigentlich komplett fallen gelassen. Habe es gar nicht mehr so großartig verfolgt. 2 Jahre. Und dann kam ein Anruf 2015 von einem damaligen Worker, Murat Khan damals, Murat Ehren, auch schöne Grüße, falls er zuhören sollte, und sagte, hey du, ich bin gebucht bei einer Promotion im Saarland und die brauchen Sprecher. Kannst du dir das vorstellen? Ich sagte, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ob ich mir das überhaupt zutrauen könnte. Sagte, ja komm, ich habe für dich zugesagt. Geil.
Ja, super. Und dadurch bin ich in dieses Business dann so ein bisschen reingekommen. Habe dann bei der COW dann 3 Shows, glaube ich, gemacht. Und dann ging der Weg dann weiter über die IPW, über die GWF, über die WXW und so weiter und so fort. Und bin sehr viel dann damals getingelt. Wie kam denn Murat auf die Idee, dich als Ringsprecher vorzuschlagen? Hast du schon irgendwas in die Richtung gemacht? Radiospots, Nee, Podcasts, gar nicht, stimmlich? gar nicht, gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie er auf diese dumme Idee damals gekommen ist. Aber das war die beste Idee, die er hatte damals. Ja, dafür muss ich ihm danken. Und wenn ich noch die Möglichkeit nochmal haben sollte, ihm mal zu begegnen, dann würde ich ihn auch gerne persönlich auch dafür danken. Und wie er darauf gekommen ist, weiß ich wirklich nicht, aber es war seine beste Entscheidung, die er treffen konnte. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Wir werden ihn markieren später. Vielleicht hört er es sich dann an und kann es Sehr dann gerne. vielleicht auch ein bisschen erklären, was er sich denn dabei gedacht hat, dich hier als Ringsprecher irgendwo zu engagieren, bevor Würde du mich auch überhaupt Bescheid wirst. interessieren, würde mich auch interessieren. Okay, und dann bist du, weißt du noch, welche Promotion das war? Ja klar, COW, Championship of Wrestling Ah, damals, ja. okay, also bei Wanda. Damals beim Wanda, ja. Okay, und dann, wie ist es gelaufen, dein Debüt? Ich kann mir vorstellen, nervös wie Sau. Also auf gut, gut, du hast jetzt die Zuschauer sollen jetzt nicht übel werden oder sonstiges. Ja, Boah, ich hatte so Blitzekacke. glaube ich dir. Ich hatte so einen Dünnpfiff, du glaubst das gar nicht. Also hinter der Bühne, da geht auch, boah, wenn ich jetzt hier rausgehe und mir dann in die Hosen scheiße, das sieht richtig scheiße aus. Wortwörtlich. Das sieht dann wirklich scheiße aus, wortwörtlich. Aber ich glaube, also bei mir war es die ersten 5 Minuten war es Nervosität und danach ging es so vonstatten und hat sich gut angefühlt. Ich glaube, das Schlimmste ist eigentlich durch diesen Vorhang in den Ring und dann die ganzen Leute, oder? Ja, aber wenn Und du alle schauen hinterm sie dich Vor an. Boah, wenn du aber vor dem hinter dem Vorhang stehst, Ja. so, und die Musik wird gespielt und du wirst schon fast genötigt, rauszugehen. Das war das, ohne Witz, beim ersten Mal, das war wirklich schlimm. Also das war eine Erfahrung, an die denke ich gerne wieder zurück. Aber nachdem du dann aus dem Vorhang raus bist, dann musst du funktionieren. Da gibt es kein Zurück. Da kannst du schlecht sagen, hey, ich drehe um, gehe wieder nach hinten. Nein. Aber nur damit ich es richtig verstehe, du hattest keine Chance vorher zu üben, dir von Wie denn? irgendjemand was beibringen oder zeigen zu Nein, lassen vor nein, der nein, Show, gar nein, nichts. nein, nein. Hier sind die Karten, das wollen wir hören, das hast du zu Ja, sagen. ja. Das ist Wrestler XY, der wiegt so und so viel, der kommt da und daher. In Ja. dieser Reihenfolge, viel Ja. Spaß, tschüss und geschubst und raus. Eigentlich habe ich mir die Daten selber besorgt, ja. Auch noch. Ja. Wow. Wow. Ja. Wie ist gelaufen? Geil. Geil. Gut, ich würde jetzt was anderes sagen, aber wir sollen es ja PG-free halten. Ja. Ja, es war ein tolles Gefühl. Um es nett auszudrücken. Also, natürlich wirst du dich auch ein bisschen verhaspelt haben und wirst nervös gewesen sein. Normal, normal. Ja. Bist du dann am Ring gesessen und dann immer wieder rein, wenn du dran warst? Ja, Oder bist du immer wieder nee. backstage und immer wieder raus? Nein, nein, ich war immer am Ring. Okay. Wie war das Feedback? Gut, ich wurde danach wieder gebucht. Also daher war alles top. Damals Alex Wonder sagte, super Job. Auch von den Aktiven kam von Jack Anderson, erinnere ich mich noch damals, also Cobra King, Ja. sagte zu mir auch, top Job. Farmer Joe sagte mir damals, top Job. Bombastic sagte mir damals auch, obwohl Bombastic hat mich ja immer gemobbt, aber ich weiß ja, wie er es meinte und ist der liebste Kerl überhaupt. Und der hat Ja. gesagt, ja, kann man mitarbeiten, also war es schon Lob. Und ja, sonst war die Resonanz sehr gut, ja, das Feedback. Schön. Und dann hast du gesagt, okay. Murat, Ja. jetzt mache ich weiter. Genau. Genau. Und Aber dann bist. ich Ja? muss noch was dazu sagen, sorry. Kein Also Problem. Bombastic ist die liebste Person überhaupt. Also nicht falsch verstehen oder sonstiges. Nicht, dass jemand das jetzt gerade falsch versteht, der nicht loben kann. Bombastic ist einer der
tollsten Personen, die es überhaupt im Wrestling in Deutschland gibt. So, jetzt dürfen wir weitermachen. So, Bumi. Siehst du, es geht auch anders. Natürlich, Ja? obwohl das darf man ja nicht laut sagen, stimmt. Also Bumi ist ganz, ganz, ganz böse. Ja. Ganz, 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 ganz böse. Leider. Ja. Leider. Aber der Christian ist mega nett. Lassen wir jetzt einfach mal so stehen, er wird wissen, wie es gemeint ist. Und dann bist du dann weiterempfohlen worden oder wie hat sich das dann ergeben, dass du dann auch außerhalb von Championship of Wrestling dann aktiv warst als Ringsprecher? Dann hatte mich damals die GWR, die war ja damals in Dortmund, heißt jetzt Legion Wrestling, auch angesprochen und dann habe ich das auch da gemacht und dann kam die, dann kam, wer kam da? André Trucker war mal bei der COW mal gebucht und hatte mich gesehen und hat gesagt, die schlage ich mal bei der GWF vor. Und dann Hat das kam die G, geklappt? ja, da kam die GWF damals nach Herne. Und da habe ich das zusammen mit Ingo Vollenberg gemacht, den Ringsprecherjob. Und dann kam mal Bud Ems noch dazu von der GWF. Und dann noch Oberhausen. Und ja, dann habe ich das für die GWF gemacht. Dann kam vor der GWF, Entschuldigung, vor der GWF kam noch die IPW, Peter Piplack. Auch einen schönen Gruß an Peter. Auf mich zu und sagte, hey, ich brauche einen Sprecher. Da Rick Valentine ausfällt, kannst du das übernehmen. Da habe ich gesagt, ja klar, kein Thema. Nacht- und Nebelaktion am nächsten Morgen einfach nach Lübeck gefahren. Das war die IPW, ja? Das war die IPW. Danach kam GWF und nach GWF bekam ich eine Anfrage von Tassilo, von der WXW. Und da habe ich auch für die WXW einige Ostshows gemacht, auch im Norden, Kutenholz, Hamburg. Also es gibt nichts Geileres als Hamburg. Also das war schon in der Markthalle, das war schon geil. Das ist ein Highlight bei mir, was immer in Erinnerung bleiben wird. Dresden durfte ich dann auch machen, Berlin durfte ich dann auch machen für die WXW, Ilsenburg. Erfurt, Gotha, Kutenholz. Oh ja, waren schon einige Daten für die WXW. Oberhausen durfte ich auch im Rahmen von Wrestling Deutschland. Ambition durfte ich dann machen. Road to New York City durfte ich damals machen. Alles am Karat-Wochenende. Das war schon eine tolle Erfahrung auch, ja. War da Tommy Gießen krank, verletzt Nee, nee, nein, oder? nein, 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 nein. Tommy hat die Karatabende gemacht und ich habe die vorherigen Shows gemacht, die im Nachmittagsprogramm waren. Und wie ist das Feedback von Tommy gewesen? Boah, darüber haben wir nie gesprochen. Wir verstehen uns beide eigentlich sehr, sehr gut. Wir treffen uns komischerweise immer an der Düsseldorfer Messe und unterhalten uns auch sehr gerne, aber von Tommy habe ich ehrlich gesagt nie mir nie ein Feedback eingeholt, wo du es mir jetzt so gerade sagst, sollte ich ihn auch mal fragen. Das ist halt für mich so eine deutsche Ringsprecher-Legende, ja. Ist die netteste Person überhaupt, wirklich. Ich mag Tommy, ich komme mit Tommy sehr gut klar, wir kommen miteinander sehr gut klar. Ich höre immer ab und zu mal Stimmen, wir kommen miteinander nicht klar und wir sitzen an der Düsseldorfer Messe, essen ein bisschen Salami, essen ein bisschen Brot, trinken uns eine Cola und lachen uns darüber kaputt. Ja, nein, also Tommy ist die Legende und es gibt nichts Besseres als Tommy Gießen in Deutschland und europaweit. Soll natürlich nichts gegen Rick Valentine sein, der auch eine Legende ist, ja. Nein, 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 um Gottes Willen, aber Tommy ist für mich der Beste und der ist unerreicht. Es gibt so viele tolle Ringsprecher in Deutschland, klar. Rob Steamhammer aus Österreich, der jetzt auch schon 30 Jahre mit dabei ist, Respekt für ihn, ja, das 30 Jahre in diesem Business zu sein. Olaf Heyden, Tommy Gießen, Rick Valentine, Stefan Matern damals von NEW. Oh ja, der war auch gut. Ja, die darf man nicht vergessen. Es sind alles tolle Leute und alle anderen, die ich vergessen habe, alle anderen Ringsprecher. Bernhard Wulff, auch mein Buddy, ja, das sind alles tolle Ringsprecher. Das sind alles tolle Ringsprecher.
Ich will mich auch nicht mit anderen vergleichen, weil mir das nicht zusteht. Und wenn jemand sagt, du bist besser als der, das ist deine Meinung, aber nicht meine. Weil wir haben alles ganz, ja, wir treten ganz anders auf. Tommy Gießen kenne ich nur mit schwarzem Anzug, mit weißem Hemd und Fliege. Ja. Das ist Tommy Gießen. Ja, Rob Steamhammer hat immer das rote Sakko oder ein schwarzes Sakko an und die dazugehörige Fliege. Sein Klemmbrett, das ist Rob Steamhammer. Ich bin da ganz anders. Du Ich. musst, also, das möchte ich jetzt mal sagen, outfit-technisch mega flexibel. Ja, ich bin nicht umsonst the guy with 1000 outfits, ja. Also bei mir ist das ist die Hemdfarbe gleich mit der Schuhfarbe, ganz einfach. Weißt du, was ich jetzt anspiele, oder? Der Ich hab da. Flamingo. Ja. Ja, natürlich, was sonst? Muss Also man ich bin erklären. ich also ich bin der Ingo ohne Flamingo, obwohl nein, kann man nicht so sagen. Also ich habe ein Sommeroutfit. Ich erkläre es jetzt, du weißt es ja die Geschichte, du kennst die Geschichte. Ja. Ich habe ein Sommeroutfit, es ist ein kurzes Sakko, also wirklich mit kurzen Ärmel, eine kurze Hose, eine Krawatte und da sind Flamingos drauf. Und der ist blau beziehungsweise rosa. Und den habe ich angezogen das erste Mal eigentlich bei einer privaten Show, weil es so richtig heiß war. Das waren 45 Grad in der Halle. Da habe ich gesagt, ihr habt sie doch nicht alle, ich ziehe mir doch jetzt nicht den richtigen Anzug an. Und öffentlich das erste Mal war bei Rings of Europe jetzt im Juli in Österreich. Da habe ich zu Marc Landauer gesagt, Marc, es ist heiß. Ich nehme ein kurzes Outfit mit. Ja, mach du. Ja, das habe ich auch getan. Und deswegen war ich mit einem Flamingo-Anzug dann draußen. Wie kam das an bei Marc? Er fand es geil. Ja? Ja, der fand es geil, ja. Wie hat sich das ergeben, dass du bei Rings of Europe Ringsprecher bist? Die haben doch alle ihre Leute da drüben. Also, ich war ja bei Rings of Europe ja schon 2017. 17? 17, ja. Das war meine erste Station in Österreich. Marc Landauer wurde auf mich aufmerksam. Hab mich gefragt, hey, schau mal, der Franz Dynamite macht im Mützuschlag eine Show, der sucht einen Ringsprecher. Dann bin ich zu ihm gegangen, zur NWE damals, zu Franz Dynamite. Für den habe ich zwei Shows gemacht im Mützuschlag. Und dann kam vom Marc, hey, ich mache Taktisch Sports in Wien, hast du Bock? Ja, und dadurch bin ich zu Rings of Europe damals gekommen. Da war ich bis kurz vor der kurz vor Corona. Dann gab es eine kleine Meinungsverschiedenheit und dann haben wir uns voneinander getrennt. Und wer mich kennt, weiß, jeder Mensch verdient immer eine zweite Chance. Dann redet man einmal drüber. Und dann bin ich 2024, also jetzt im Juli, nochmal gebucht worden. Wir wollten es eigentlich geheim halten, aber da gab es so ein paar. Entschuldigung, dass ich das Wort sage, ein paar Spackos, die das so ein bisschen plattgetreten haben und irgendwie noch an Informationen gekommen sind. Und ja, und dann wurde das auch veröffentlicht und dann war ich da, ja. Ich hätte Also auch nie, ich hätte auch nie gedacht, dass ich überhaupt wieder nach Österreich komme. Aber es war schön. Es war wirklich schön. Es ist fast wie ein zweites Zuhause. dass ihr eine Meinungsverschiedenheit hattet, wusste ich nicht. Also nicht, dass Marc jetzt meint, ich wollte hier alte Geschichten ausgraben. Ich komme Nö. mit Marc ganz gut klar. Ich weiß aber, dass sie einen anderen Ringsprecher haben oder hatten. Und Ja. deswegen habe ich gefragt, wie sich das ergeben hat, dass du dann plötzlich bei Rings of Europe bist. Ja? Die hatten ja Ingo Vollenberg als Ringsprecher. Ja. Bis zuletzt. Ich weiß gar nicht, ob Ingo überhaupt noch in Deutschland lebt. Ich weiß es nicht. Also er konnte nicht oder lebt nicht mehr hier. Ich weiß es nicht. Und da hatte mich Marc gefragt, hey, hast du Bock? Obwohl. Eigentlich hat er mich so jetzt nicht gefragt. Wir haben uns ausgesprochen in Harlein bei der Campus-Show. Und ja, da haben wir uns mal wieder angenähert und sagt er, sag niemals nie. Ich sagte, ja, ich sag niemals nie. Und ja, dann kam die Anfrage, hey, hast du Bock? Und hat mich dann gebucht. Und dann wurde die Show verschoben um einen Monat, weil irgendwie die Veranstaltungshalle, glaube ich, irgendwie belegt war. Das Schloss, glaube ich, belegt war. Ich weiß es nicht. Und da habe ich gedacht, okay. Jetzt bin ich das Booking los, aber er ist trotzdem Ehrenmann geblieben und hat mir trotzdem sein Wort gegeben und ich wurde dann gebucht und war dann auch da.
Österreich ist schon auch besonders. Also viel Catch-Geschichte, Catch-Kultur. Ich liebe die Marc Leute. macht, Ich liebe die also Marc Leute. hat zwar lange eine Auszeit gemacht, aber die Shows, die er macht, sollen recht solide sein, ja. Und er Du, ist auch schon lang dabei. ja, aber die Leute fühlen sich unterhalten und das ist doch das, Genau. das ist ja das, was du ja erreichen möchtest. Natürlich, Klar absolut. willst du Geld verdienen, verstehe ich ja auch, aber du Ja. möchtest die Leute unterhalten, du möchtest, dass die Leute wiederkommen und das hat er geschafft. Mit Summer Crush 1 und 2, also Night 1 und Night 2, hat er das sehr gut gemacht, finde ich. Jetzt muss ich noch mal fragen. Es gab doch vor kurzem diese Petition, damit man dich wieder in Österreich sehen darf. Hat der das mit Landauer zu tun oder was war Ja, das? ja, ja. Das ist ja eine gemeinsame Show, UKWA Rings of Europe. Heißt ja Wrestling Clash Maxima. Ja. Maxima ist ja UKWA. Wrestle Clash ist Rings of Europe. Ja. Deswegen Wrestle Clash Maxima. Und es wurde Rob the Steamhammer gebucht. Und das hat für mehrere Kommentare gesorgt. Und die Leute hatten dann eine Petition gemacht, dass sie mich gerne da sehen wollen. Und dann haben sie ein GoFundMe gemacht. Ja, und dann wurden innerhalb von 2 Tagen die Spendensumme erreicht. Und jetzt bin ich gebucht. Das heißt, man hat jetzt Steamhammer abgesagt und Nein, dich nein, ge. nein, nein, Steamhammer ist da. Steamhammer ist da. Ich bin Personal Ring Announcer nur für Sam de la Valle. Aha. Ja. Okay, dann ist es für mich in Ordnung. Und Ist es. hattest du, und das muss ich jetzt fragen, und du weißt, dass die Frage kommt, Ja. mit der Petition an sich hattest du nichts zu tun, dass du Nein, gesagt hast, Mensch, nada. Leute, guck mal hier. Nein. Du hast mir ja auch die Frage ja auch gestellt. Das ist ja auch legitim. Ja. Und nein, ich habe keinen einzigen Cent mir selber gespendet. Muss ich Okay. dazu sagen. Also dann hat man mit der Petition Summe X zusammengebracht und dann Ja. hat Marc gesagt, na gut, dann komm halt. Ja. Ja, Und so in jetzt bist etwa. du, So in etwa. Aber ja. nur in der netten Ton hat er das gesagt. Gut, wenn die Kohle da ist, wieso nicht? Genau, so in Wenn ich nicht etwa. selber zahlen muss. Und jetzt bist du praktisch Ringsprecher, Personal Ring Announcer, wahrscheinlich auch wieder so als Heel wie vor ein paar Tagen. In Österreich kann ich das nicht. Die Leute mögen mich ja da. Die haben Okay. mich, die haben ja für mich da zusammengelegt. Wenn ich die jetzt noch beleidigen würde, ich weiß nicht. Aber mal gucken. Okay, was war denn da los vor ein paar Tagen? Gerüchten zufolge hast du ein paar eingeschenkt bekommen. Ich habe eine eingeschenkt gekriegt. Was war da los? Erklär mal, erzähl mal für die Leute, die es nicht wissen. Ich hatte, glaube ich, mal auf meiner Timeline mein nettes Video mal gepostet. Was ist da passiert? Ja. Ich wurde vor Catch for Glory angefragt. Hey, hast du Bock, den Personal Ring Announcer für Drake Destroyer zu machen? Für alle, die es nicht wissen, Drake ist halber Italiener und spricht auch fließend Italienisch. Und daher fand ich das eine schlechte Idee. Bin rausgegangen in den Main Event, habe den Ringsprecher unterbrochen, habe die Leute so ein bisschen beleidigt, habe einen Fan beleidigt, extrem beleidigt, was mir im Nachgang auch leid tat, weil mich kennt man ja nur als guten Jungen. Und ja, dann habe ich mich ab und zu mal ins Match eingemischt, habe George Kukas öfters mal an den Bart gezogen, habe ihn auch noch einmal angesprungen. Und ja, dadurch hat er mich geschnappt und hat mir, ja, wie soll man sagen, Eine verpasst. eine verpasst, hört sich so locker an. Der hat mir so richtig eine gegeben. Aber so richtig. Also ich lag da auf dem Boden circa 10 Minuten. Ja. Ja, bis Ich mochte Drake, den schon bis. immer. Ja, bitte? Ich mochte den schon immer. Ja, du, der Boden war ja auch sehr gut. Die Luft da unten war auch sehr gut. Da habe ich gesagt, Nee, wenn ich ich. meine Ja, das sowieso. Aber am Boden zu liegen war sehr gut. Die Luft da unten war sehr gut. Bis Drake mich irgendwann mal so aufgekratzt hat vom Boden. Ja, dazu kam das. Habe ich ja zum zweiten Mal gemacht. Ich habe das schon einmal für Sam de la Valle auch bei Sirius gemacht. Und war eine tolle Erfahrung, ja. Wer hat dir bei Sirius eine verpassen dürfen? Ja, Drake Geil. Destroyer, ja. Gut, ich stand auf dem Apron beziehungsweise an den Ringseilen und er kam einfach angelaufen und Hat dich runter. ja, wo Drake hinläuft, wächst ja nichts mehr. Und
Ja, ich bin sehr weit geflogen, sagen wir es mal so. Du, ich habe aktuelle Bilder gesehen, der lässt sich gerade die Haare wachsen. Also ich kenne ihn eigentlich nur mit Glatze Ja, und Bart, also aber das. aktuell sieht es so aus, als würde sich die Haare ein bisschen wachsen Ja, das lassen. ist der schweizerische Tom Larufa. Ja, Ja. würde ihm stehen übrigens. Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, das wird richtig cool, wenn der, wenn, je nachdem wie lang die werden. Tom LaRufa ist auch ein super Talent. Ja. Aber Drake sieht ja ziemlich alt aus. Sorry, Drake. Ja, ein bisschen grau ist er geworden. Ja. Aber wir sind alle nicht mehr die Jüngsten. Du bist nicht mehr der Ja. Jüngste, richtig? Drake, da müssen wir mal gucken, was wir da machen Drake ist nächstes Mal mit sogar dem. noch jünger als ich. Echt? Weit jünger als ich, ja. Ich glaube, ich habe seine ersten Matches bei NEW damals gesehen, 2009 Da war er ein bisschen ungefähr. schmächtiger, ne? Nee, er war schon immer, also Brummer, sage ich mal, also nicht dick. Er hat Ja. schon immer guten Oberarm gehabt. Damals schon Glatze, Ja. tätowiert auch schon gut, aber Ja. war immer so ein Powerhouse, genau das habe ich wohl gesucht, das Wort Powerhouse. Powerhouse, ja. Okay. Ja, gut, damals, ich weiß nicht, wann er angefangen hat, aber für mich war er damals sehr neu und sehr, ja, neu halt einfach, Ja. fremd. Ja. Ich finde ihn cool. Ist ein Top-Typ. Also jeder Promoter, der jetzt zuhört und der noch nie Drake Destroyer gebucht hat, Ich glaube, da bookt gibt es keinen. Drake. Stimmt, hast recht. Ich glaube, ernsthaft jetzt, ich glaube, da gibt es keinen. Der war schon überall. Ja, aber falls er doch nicht überall war, bucht Drake Destroyer. So. Ist generell, was aus der Schweiz so gekommen ist die letzten Jahre. Ich finde, also der beste Schweiz, sorry, Drake, bei allem nötigen Respekt, aber ich finde Cash Crash oder Dennis Dulding, Genau. das ist ein Top-Typ, the most entertainer, Top-Typ. Top-Typ, der weiß, wie er die Leute zu unterhalten hat. Dank Hector. Nein, vorher schon. Vor WXW schon. Also vor WXW habe ich ihn bei der OWG kennengelernt. The Most Entertaining. Cash Crash hieß er damals noch. Weiß. Also der hat mich immer unterhalten und die 400, 500 Leute von der OWG immer. Ja, aber den kannst du ja mit Trade Destroyer nicht vergleichen. Nein, aber vom Das ist ja. Entertainment-Faktor, vom Ja, ich weiß schon, Entertainment-Faktor, wie du ja, es um Gottes Willen. meinst. Ja, also. Aber hier mit Drake haben wir schon eine Erscheinung, sage ich mal. Oh Da kommt ja. einer rein und du weißt, das ist ein Oh Catcher. ja. Oh ja, oh ja, oh So ja. meine ich das. Und Oh ich meine ja. es nicht abwertend gegenüber Cash Crash, überhaupt Nein, nicht. nein. Da, wo Drake auftaucht, hast du kein Licht mehr, ja. So hätte ich es nicht formuliert, aber gut. Ja. So, jetzt hole ich dich wieder zurück an Land. Ja. Dann bist du für die ein oder andere Promotion gebucht worden, das ging immer so weiter und jetzt bist du tatsächlich regelmäßig im deutschsprachigen Raum unterwegs. Ja. Also Ja. wirklich regelmäßig. Gibt es eine Promotion, wo du noch nicht warst in Deutschland, wo du noch hin möchtest? Fällt dir da was ein? Ja, aber das wär aber nicht nett, wenn ich das jetzt sagen würde. Wo ich Warum? jetzt nochmal hin. Nein, das macht Wenn man es eine nicht. Promotion gibt, wo du noch gerne sein würdest, wieso nicht? Ja, aber dann weiß nicht, ob. Ja, gut, okay. Aber mir geht es immer darum, im Hinterkopf denke ich mir immer auch, ich möchte jetzt nicht sa damit sagen, dass der Ringsprecher dort schlecht ist oder sonst was. Ne? Das möchte ich gar nicht. Das hast du ja jetzt erklärt. Gut, okay. Wo ich gerne mal hin will, klar. Also ich bin jetzt am Schützenplatz in Hannover, die 4 Tage. Geil. Und das ist mein Traum. Ja, das Ja. steht auf der Bucketlist. Und noch eine Sache steht auf der Bucketlist und das ist der Wiener Prater. Da kann man doch bestimmt was organisieren. Das Prater Kitchen. Nein, alles gut. Das ist das Territorium vom Rob Steamhammer und das soll er auch bitte behalten. Bei allem nötigen Respekt auch ihm gegenüber, nein. Aber so, wo man noch gerne mal hin möchte, einer der ältesten Promotion auch ist die GWP. Ja. Ja, da war ich bisher noch nie bei der Ivy. Also den Christian habe ich mal kennengelernt, auch ein sehr netter Typ. Obwohl, es gibt ja noch eine ältere Promotion, das ist die ACW. Gibt es ja auch noch. Aber sonst habe ich, glaube ich, alles schon gemacht. Du warst doch nie bei ACW. Nein. Aber da ist doch im Moment alles möglich aufgrund der aktuellen Storyline. Ja. Also, Könnt. ich weiß nicht, wie sehr du es verfolgst. Ich verfolge es ACB sehr.
Also ich hab mich jetzt mit Dirk Nikolai mal unterhalten und mit Bumi auch mal Ja. unterhalten. Ich verfolge nicht so viel im Internet. Klar, ich setze ab und zu mal einen Post ab, ja, auf Social Media, aber so bin ich gar nicht aktiv und daher musste ich mir das auch mal so erklären lassen, so ein bisschen. Und ich glaube, EBC. EWC, ne? Okay, Ja. Elite Wrestling Corporation oder so. Ungefähr so. Also eine Heel-Fraktion, die im Moment versucht, die ACW zu übernehmen. Ja. Kopf federführend ist hier Noxo Ja. Kao. Und mit ein paar anderen Wrestlern, die dem Heel-Stable angehören. Und bei der gestrigen Veranstaltung, Sonntag, ja, bei der gestrigen Veranstaltung hieß es tatsächlich schon EBC gegen ACW. Die Ergebnisse habe ich jetzt noch nicht gesehen. Aber es wurde dem ACW-Personal teilweise untersagt, Teil der Show zu sein. Man darf sich gerne ein Ticket kaufen, darf die Show aus den Zuschauerreihen verfolgen. Und da war eben auch, deswegen komme ich gerade auf die Geschichte, Alexi betroffen, der eigentlich der ACW-Ringsprecher ist. Ja. Und das wäre halt jetzt nur mein Grundgedanke gewesen, da vielleicht dich irgendwie damit einzubinden für die EBC. Ach so. Wäre Option, ohne jemanden auszuboten, dass es Ja. praktisch auf beiden Seiten einen Ringsprecher gibt. Das Ja. war jetzt mein Grundgedanke, nicht, Ah, dass jetzt hier. okay. Also Ja, ja. ich weiß, dass gestern The It Boy, Kevin Floyd, glaube ich, das gemacht Ja, hat. Kann das auch ein sein? geiler Entertainer, auch ein geiler Ich liebe, Entertainer. Kevin ist top. Ja, Ist ein ja. Top-Typ. Ja, gut zu wissen. Ja. Danke. Also, Ja, Noxo ja. Kao, ich weiß, du hörst das, ich werde dich markieren. Das ist die Option, die ist da. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr gerne bei ACW, aber bei mir ist das wirklich mit einer langen Fahrt verbunden. Ich überlege mir das dann immer zwei, dreimal. Meistens mache ich es dann so, das darf ich verraten. Ich glaube, das ist auch bekannt, dass ich dann mit den Jungs fahre, wenn Platz im Auto ist, dass ich dann wegen mir, von mir aus Richtung Nürnberg fahre und steige dann bei dem einen oder anderen Referee oder Wrestler ein und fahre dann mit drauf nach Weinheim. Ah, okay. Aber ist halt bei mir immer, also wenn ich das mache, dann ist es mindestens immer 6 Uhr in der früh, bis ich nach Hause komme. Und das ist halt total gegen meinen normalen Schlafrhythmus, ja. Ja, Weil das tun wir nicht alles für das Wrestling. ja, aber du, ich mache das schon so lang. Also ich Ja. habe, was glaubst du, was ich schon alles erlebt und gesehen habe? Also ich glaube, ich bin in den 10 Jahren, wo ich das jetzt mache, 30, 40 Jahre gealtert. Ja, das ist gut, das ist durchaus möglich, ja. Ja. Ich meine, die Roadtrips sind immer was Besonderes. Man erlebt sehr viel, Ja. man kommt sich mit den Jungs auch näher. Nicht so, wie es jetzt vielleicht verstanden wird. Menschlich natürlich. Ja. Bruder Chaos zum Beispiel, den kenne ich schon Oh ja, Bruder Chaos ist cool. aus den Anfängen, Stefan Dani, also Dani Psyche. Ja. Da bin ich über Jahre nicht mal drauf gekommen, die Jungs nach dem Interview zu fragen, weil das Verhältnis freundschaftlich war. Und dann irgendwann sage ich, das ist eigentlich blöd, dass wir noch nie was miteinander gemacht haben, nur weil wir uns näher kennen. Ja, das ist immer so zweischneidiges Schwert. Ja, wenn du dann doch ein bisschen freundschaftlich dann auch verbunden bist, dann auf professioneller Ebene was miteinander zu machen, das ist dann, da musst du dran denken. Deswegen pflege ich keine Freundschaften. Das sage ich dann auch so, wie es ist. Ja, es ist so. Es ist so. Business as Ja. usual. Also ich kann das Business mit dem Privaten sehr gut unterscheiden. Und das unterscheide ich auch sehr. Ja, beziehungsweise ich weiß, was Business ist und ich weiß, was Privates. Wir haben in den Shots natürlich auch schon angeschnitten, dass du auch einiges ehrenamtlich machst, was man in der Regel normal nicht so erwähnt. Aber du hast mir gesagt, die Gagen, die du bekommst, werden teilweise gespendet oder immer oder fast immer. Ja, Das finde ich richtig. eine tolle Sache. Für welchen Zweck zum Beispiel? Ich spende sehr gerne für das Kinderhospiz hier bei mir. Und auch teilweise anonym, auch bei anderen Sachen. Ich habe jetzt letztens noch anonym gespendet an das Kinderpalliativ an das Palliativcenter in Wien habe ich noch gespendet. Weil die damals, also das, was wir letztens noch hatten, diese Spendensammlung für mich da, damit ich in Österreich bin, kamen ja wirklich 350 Euro zusammen und Wow. alles, was drüber sein sollte, sollte gespendet werden. Und es kam dann nicht mehr großartig was rein und dann habe ich einfach gesagt, komm, jetzt mache ich aus eigener Tasche was und dann ist es in Ordnung. Ja, wie heißt es so schön, geben und nehmen und
Ich nehme nicht nur, sondern gebe auch sehr viel. Meistens gebe ich auch mehr, als ich nehme. Finde ich gut. Ja. Finde ich gut. Wenn man sich das leisten kann, natürlich auch, ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass Nein, aber wir wissen ja alle, Geld macht nicht glücklich. Und aber es beruhigt. es beruhigt, aber da ich ja sowieso eine sehr, sehr tiefenentspannte Person bin, bin ich schon sehr gut beruhigt und seit neuestem, also seit ein paar Jahren. Ja, die Fixkosten müssen natürlich bezahlt werden, klar. Und alles, was dann drüber ist, kann dann gespendet werden. Finde ich gut. Finde ich eine ganz tolle Geste von dir. So, jetzt haben wir hier die ACW genannt, wo du gerne mal auftreten würdest. Da Ja. gibt es ja im Moment alle Optionen. Ich bin mir sicher, vielleicht, oder ich glaube, wir haben da ein Türchen geöffnet sogar. GWP habe ich auch ganz, ganz gute Kontakte. Die sind natürlich mit Christian Kubra sehr gut ausgestattet. Ich kenne sogar den Aber Christian. Ich kenne sogar den Christian. Mit dem habe ich mich auch schon super mal. entspannter Typ. Ja, mega genial. Ich habe ihn auch bei der OWG damals kennengelernt und blieb mir natürlich im. Also bei mir ist immer so das Problem, Gesichter mit Namen dann zu merken. Aber ihn konnte ich mir sehr gut merken wegen seiner Mütze. Ja. Ja. Jetzt hätte ich beinahe was gesagt, aber nein, das mache ich jetzt nicht. Ich weiß, was du meintest. Ja, schon klar. Schon Nein, klar. also Doch, doch, alles schon klar. gut. Schon klar, ja. Ja. Was gibt es generell noch? Also, wir wollen das Thema Depressionen jetzt nicht anschneiden. Wer dazu ein bisschen mehr wissen möchte, auch in Bezug auf Salbei, der kann die Fever Talk Shots anhören. Die werde ich dann auch noch verlinken. Spielt natürlich auch in vielen Menschen oder bei vielen Menschen eine Rolle, dass einem ja, gesundheitlich mal nicht so gut geht. Kann ich nur empfehlen, die Ausgaben mit Salbei, die wir da aufgenommen haben. Was machst du denn noch, wenn du nicht im Ring stehst und Ringsprecher bist? Gab's die Überlegung überhaupt mal? Ich glaube, die Frage habe ich dir schon mal gestellt, aber ich finde, die gehört hier rein. Auch mal aktiv im Ring ein Match zu bestreiten? Ich bin ja jetzt in so einem Alter, also jünger als du, Danke. dem musste ich dir jetzt so mitgeben, tut mir leid. Ja, kein Problem. Ja, du kannst damit leben, bist ja wirklich älter als ich. Also ich habe ja einen riesengroßen Respekt vor diesem Sport. Aber ich würde gerne mal so ein paar Trainingssessions mal machen. Und ob du es mir glaubst oder nicht, ich habe gestern noch mit Tim Stübing gesprochen bei der POW-Show und habe mir gesagt, ich komme auf jeden Fall mal im neuen Jahr vorbei und möchte mal mit dir im Personal Training gehen und einfach so mal ein paar Basics zu erlernen. Man weiß ja nie, ob irgendwann mal was passiert, wo du die Basics auch mit einsetzen kannst, ne? Und daher, ich würde mir das gerne mal zutrauen, ja. Aber aktiv so in den Ring zu steigen, nein, nein, nein. Nein, aber so ein Tag-Match, so Ingo hat das ja auch gemacht, Ingo Vollenberg. Einfach Mit mal so ein Comedy-Tag-Match, wo man da ein bisschen was zeigt, wo man dich ein bisschen mit einbindet. ja, aber ich habe ja so, ja, Comedy, ich sage immer so einen Respekt gegenüber dem Sport habe ich schon. Ja, Ich will es nur kannst du nicht. ja trotzdem haben. Ich meine, dass Ja. du kein Überwrestler sein wirst, da brauchen wir nicht reden Ja, drüber. also Hauptsache, wir Ja? machen den Sport nicht lächerlich. Genau. Ja, Ingo hatte damals, glaube ich, mit Emi Sitochi damals GSW. Ja, gegen, ja, ich erinnere mich noch damals. Ja, ich könnte es mir vorstellen, ja. Aber mal gucken, was die Zeit so bringt. Hast du das gelesen, dass Itochi auch auf Retirement-Tour ist? Oder ein Retirement-Match hat? Ich Oder hat der? wusste es nicht, nein. Ja, ich habe gestern und vorgestern irgendwo, ich weiß nicht, ob die Show jetzt am Wochenende war oder ob die irgendwann in Holland ist, aber da steht mehr oder weniger dabei, dass er jetzt dann auch retired. Nein, weiß ich nichts von. Okay, Ich kriege halt auch nichts ein mit. Urgestein. Ja. Ja. Immer top in shape, absolut guter Wrestler gewesen. Ja. Ja. Ja, was bleibt dir noch? Außer, also ich könnte mir vorstellen, Tag-Match, du und Drake gegen Kukas und irgendjemand an seiner Seite. Alex Das würde ich Wonder. feiern. Wanda ist jemand, der kann sehr gut einstecken. Da habe ich schon einiges gesehen, auch live. Ja, das Also stimmt. einstecken, wenn ihr könnt. Mehr müsst ihr eigentlich gar nicht. Ein paar Chops nehmen, bumpen. Ah, reicht schon. Ja. Boah, was könnte ich noch machen? Also ich bin noch im Schauspiel noch ein bisschen unterwegs, mache noch so meine hin und wieder mal so ein paar Moderationen noch bei Events. Machst du das übrigens bei den Messen, wo du immer bist, auch oder ist das beruflich bei diesen Messen, Bei wo den du immer Messen bist? bin ich bin ja habe ja Nebengewerbe noch als Sales Promoter und
bin dann bei den Händlern gebucht und verkaufe aktiv mit. Aber so Moderationen auf Messen habe ich bisher nur einmal gemacht. Und das war aber außerhalb meiner Nebentätigkeit im Reisemobilsektor. Das war was ganz, ganz anderes. Das war im Nahrungsmittelbereich. Habe ich mal eine Moderation gemacht. Stand auf einer Bühne und habe so ein bisschen gelabert halt, ne? Wo du was findest, was die Leute erwarten können heute am Laufe des Tages und so weiter und so fort. Ja. Da bekommst du dann wahrscheinlich kurz davor so eine Art Skript, was Ja. du zu sagen Eine hast. Agenda, ja. So Lernt man das auswendig oder liest man das ab oder beides? Wie funktioniert sowas? Also, wer sich das alles auswendig lernen kann und merken kann, Respekt. Okay, Respekt. also doch recht viel. Ja. Okay. Ja, siehst du? Dann haben wir es ja schon. Ja. Dann haben wir jetzt den ersten originalen FIFA Talk mit Salva, dem Ringsprecher. Krass. Schon. Jo. Eine knappe Stunde Salva. Jetzt hauen wir hier noch einen Roadtrip. Hauen wir noch irgendeine geile, lustige Geschichte raus zum Ende. Roadtrip. Irgendwas, wo, was du, was lustig ist, was du erlebt hast, was lustig ist. Zum Beispiel sowas wie letztes Wochenende, wo Kukas dir eine verpasst hat. Das fand ich recht amüsant. Ja, habe ich doch jetzt schon gesagt. Ja, eben, aber sowas in der Art, wenn du noch hättest. Es würde mich erfüllen und die Zuhörer auch. Was? Also es gibt ja bestimmt einige, die mögen dich nicht, oder? Boah, du, das ist mir schon scheißegal. Ach so, das wird jetzt aufgezeichnet, verdammt. Ja. Das schneidest du natürlich raus, nicht? Nö. Ja, nicht, sage ich ja. Nein, war ich nicht. Also ganz ehrlich, die Leute, die mich nicht mögen, Dankeschön. Dankeschön, dass ihr mich nicht mögt. Ich liebe euch. Dankeschön dafür. Boah, gibt es eine lustige Geschichte? Ah, also der Roadtrip mit Carsten Beck war immer noch das Schönste überhaupt, was ich mit ihm machen durfte, nach Österreich. Obwohl, es gibt doch einen lustigen Roadtrip. Auf Okay. dem Weg zurück von einer WXW-Veranstaltung im Achtersitzer mit einigen Leuten. Ich erinnere mich nicht mehr mit wem, aber ich weiß, dass Timothy Thatcher und Walter drin saßen. Und irgendwann mal haben wir mal einen kleinen Rast gemacht. Carsten Beck war auch dabei. Genau. Haben wir einen Rast gemacht beim Meckes. Und Tim bestellte sich drei oder vier Hamburger, doppelte. Und als sie an den Tisch gekommen sind, hat er erstmal das Brot weggeschmissen und hat nur das Fleisch gegessen. Okay. Ja, also das fand ich sehr lustig. Proteine. Low Low Carb. Carb, ja. 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 Also die Geschichte fand ich cool. Der ist jetzt auch wieder zurück bei BXB. Der war Ja? gestern, vorgestern, glaube ich, da, ne? Kann das Ja, sein? Ja. ganz aktuell ist er wieder zurück. Siehst du, ich krieg nichts mehr mit. Ja. Ja, ich überfliege es auch nur, weil es wirklich so viel ist, was inzwischen in Deutschland passiert. Es ist wirklich schwer, allem regelmäßig und zuverlässig auch zu folgen und am Ball zu bleiben. Es ist wirklich, wenn du überlegst, wir haben ja eigentlich jedes Wochenende eine Show. Auch der Sommer war nicht wirklich ruhig. Aber wir haben nicht nur eine Show jeden Wochenende. Also wenn du jedes Ja, Wochenende mal also guckst, ne? ja, wir Also haben sehr viele Shows. ich folge ja, wenn ich mal auf Facebook bin, dann folge ich gerne One Two Slap. Ja, Grüße gehen raus hier, meine Freunde. Ja, an Andreas und die Jenny. Und dann sehe ich ja auch, was für Veranstaltungen alles so stattfinden. Und dann denkst du dir auch, wow, so Ja. groß ist schon Wrestling Deutschland. Früher haben wir gebettelt, dass es jedes Wochenende mal eine Show gab. Wenn du dich zurückerinnern kannst, damals GSW-Zeiten, ja, und Ja. WXW-Zeiten und GWF, da waren es einmal im Monat mal eine Show. Wenn Ja, überhaupt. wenn überhaupt, ja. Und jetzt hast du meistens drei, vier, fünf Shows, wenn wir Österreich mit dazu addieren, pro Wochenende. Und das Also ist ich schon glaube, wir krass. hatten jetzt dieses Wochenende, helf mir mal, Power of Wrestling, ACW, Also ich war bei Power of WXW. Wrestling, ACW, WXW, Das sind die, wo mir jetzt sofort einfallen. EWS. Stimmt, Dachau, HD, ja stimmt, EWS war in Dachau, die vierte. Auf jeden Fall war dieses Wochenende waren mindestens vier, fünf Ja, Veranstaltungen. ja, 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 ja. Und das im Oktober. Ja. Ja, top, Krass, top. krass. Ja, Krass, schön. krass.
Ja. Dann tu mir bitte den Gefallen, wenn du die nächsten Tage bei Power of Wrestling bist. Grüß mir ganz, ganz herzlich, Jörg. Oh ja, das mache ich sehr gerne. Ich hoffe immer noch, dass er sich's überlegt. Ich verstehe seine Entscheidung natürlich, aber ich hoffe immer noch, dass er am letzten Abend dann sagt: Mensch, ihr seid so geil, ich kann ja gar nicht ohne euch. Vielleicht kriegt man es doch hin, dass wir ein, zweimal im Jahr eine Power of Wrestling Show machen. Also Es ist halt auch viel Arbeit. Das ist es ist nicht nur viel Arbeit, kostenschwierig, ja. gut, lassen wir die Kosten erstmal weg. Aber was gestern da im Ring dann los war und der hat das ganze Team ja nach vorne geholt, ich wusste gar nicht, dass so viele Leute im Background bei Power of Wrestling arbeiten. Also der Ring war rappelvoll. Also ich glaube, das waren an die 20, 25 Personen und ich glaube, da waren noch nicht mal alle drin. Im Ring und Jörg wurde auch ein bisschen emotional, das hat man auch gemerkt. Und jetzt ist der Fokus auf den Schützenplatz, da freue ich mich am meisten drauf. Das glaube ich dir. Also liebe Zuhörer, falls ihr nichts vorhabt, 16. bis 19. Oktober, 60 Jahre Schützenplatz in Hannover auf dem Schützenplatz. Und Deutsche Catch-Geschichte, ja. vermutlich das letzte Mal. Also das ist eine heilige Stätte, sage ich mal, Ja, für ja. das deutsche Ja. Wrestling. Ja, sollte man unbedingt, wenn es möglich ist, mitnehmen. Also Ich werde es. du kommst? Ja. Kommst du? Ich würde so gern, aber ich schaff's nicht. Schade. Aber da Ich, ja. sind einige Legenden auch da. Ich Einmal vor weiß. Ort Steven Wright unter anderem. Tony Sinclair wird da sein. Doug Williams wird da sein. Soweit ich weiß, AEW-Kommentator Mike Ritter wird da sein. Oh. Glaube ich zumindest, gehe mal von aus, letztes Mal Schützenplatz. Er hat ja damals als Ringsprecher, ja, glaube ich, damals fungiert ja auch. Und ich glaube, Schützenplatz ohne Mike Ritter, weiß nicht. Also ich würde mich freuen, wenn das passiert, wenn man da sich die Hand reicht das würde mich sehr freuen, auch in Bezug jetzt auf Jörg, Ja. wenn das dann noch abschließend. Also ich Ja, hoffe. ich will jetzt hier nicht zu viel rausplaudern, aber das würde mich freuen. Also ich hoffe wirklich, dass ich Mike Ritter auch mal kennenlerne. Den kannte ich vorher nicht. Ich freue mich auf Martin Nolte. Ich freue mich auf so viele. Axel Reese freue ich mich auch. Der wird auch da sein. Gehe ich mal von aus. Ja, dann schauen wir mal, wie es wird. 4 Tage Schützenplatz und dann heißt es am 21.12. im Hangar wird dann die letzte. Womöglich letzte Veranstaltung für Power of Wrestling Im sein. Hangar auch noch. Oh. Ich meine, wenn man überlegt, wie lange Jörg schon dabei ist, EWP davor, Catchen und. Also dieser Mann hat wirklich viel für das deutsche Wrestling getan. Wirklich. Und es ist so ein, also ich rede jetzt aus meiner Erfahrung, ein herzlicher, obwohl er Geschäftsmann ist, menschlicher Typ. Ja. Ich bekomme immer eine Antwort, wenn ich ihm schreibe, meistens sogar zeitnah. Der ist auf dem Boden geblieben. Er ist sehr, sehr herzlich. Also ich mag ihn sehr. Ja, ich mag ihn auch. Ja. Okay, in diesem Sinne wollen wir hier von dieser emotionalen Schiene weg. Ganz viel Erfolg, Power of Wrestling, dir ganz viel Spaß auf dem Schützenplatz. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Wir haben es geschafft, Alter. Wir haben es hinter uns. Wir haben Also, es endlich aber getan. nenn mich doch nicht Alter. Nur weil du alt bist, hast du mich doch nicht Alter zu nennen. Du Nein. nennst mich doch immer so. Nein, du weißt, wie ich's Ja, mein. natürlich. Vielen, vielen herzlichen Dank für diese Chance und für diese Möglichkeit. Gerne. Und an alle Zuhörer, hört die ganzen Podcasts von Markus. Die sind sehr interessant. Vielen Dank. Gerne. Folgt uns, wrestlingfieber.de auf Facebook. Bitte folgt uns, liked uns, teilt die Beiträge. Der Fever Talk an sich ist auch auf Facebook zu finden. Also wenn ihr da die Beiträge auch liken, teilen und auch hören könntet, wäre schön. Wir sind auf Insta. Salva ist auch auf Insta. Folgt uns, teilt unsere Beiträge, unterstützt uns und unsere Arbeit, die wir sehr, sehr gerne für euch, für das Wrestling machen. Bleibt gesund. Schlusswort gehört dir, lieber Salva. Bleibt dem deutschen, europäischen Wrestling treu, besucht die Shows, reißt die Hütte ab und geht mit einem zufriedenen Gefühl nach Hause. In diesem Sinne.